Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Business Jet Regional Airports Tour. Mit dabei ist der Florenz. Hallo. Nicht Linus. Es geht von Paderborn, wie man erkennen könnte, nach Rotterdam in das schöne Niederlande. Ne, war super, ganz toll. Freust du dich, Florenz? Ja, sicher. Oh, jetzt will ich auch einbinden. Also, der Airport ist cool. Ja, stimmt. Wir haben es wieder geschafft, unsere Business Jets zum Laufen zu bekommen. Irgendein Mod hat seit dem neuesten Sim-Update sich da so drüber gelegt und dann hat gar nichts mehr funktioniert. Also, das ist auch schon mal irgendwie eine Premiere. Genau, hast du mal eine Route? Wie schon erwähnt, es geht von Paderborn-Lippstadt nach Rotterdam, Rotterdam hier im Westen zu sehen. Und zwar geht das raus über die Hamm Departure. Runway 06 ist gerade aktiv. Ich zoome mal ganz kurz ran. Zack, 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 zack. Wir stehen gerade hier unten am Apron, rollen dann sozusagen einmal hier zur 06. Das ist unsere die. Nee, gar nicht wahr. Das ist unsere Rival. Das ist unsere Departure. Mit der Hamm Niner X-Ray. Und zwar geht das auf einen Initial Climb von 5000 Fuß eigentlich einfach nur geradeaus bis die mir 4,1 Paderborn. Links rum eigentlich direkt nach Hamm. Sehr geehrtes Flugzeug, ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie sich jetzt nach vorne bewegen würden. Sehr gut. Jetzt letztes gesehen. Hätte ihr mich diese Aerosoft Offshore-Ding habe? Ja. Das kommen einfach Fähren mit. Man kann jetzt irgendwie eine Fähre fahren im MSFS. Ja, wollt ihr das sehen, Leute? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich mach mal kurz Strobe und Landing Lights an. Ja, ich würde eigentlich dann auch losfliegen. Ich glaube, ich habe alles. Dann Abfahrt. Ich bin hinter dir. Kann losgehen. Ja, Moment, ganz kurz ein bisschen mittiger hier noch. Oh, jetzt habe ich 6000 Fuß in den Schlier eingedreht, das soll ja nicht. So. Dann starten wir in Paderborn exakt jetzt. Was ist denn der Trip? Nicht doof. So. Oh, geht schon hoch. Huch. Ich vergesse mal wie. Wie unfassbar sensibel dieses Flugzeug ist. Nicht sensibel, sensitiv dieses Flugzeug ist. Das Flugzeug ist sensibel. Hier muss man mal ganz vorsichtig reden. So, da sind wir doch schon. Oh, drüber. Hier wird gut um die Kurve geschossen. Kannst starten, falls du es noch nicht gemacht hast. Mit einem Take-off-Roll. Das ist Paderborn hier. Nee, hier, da, hier ist Paderborn. Schön, einmal drüber weggeflogen. Mit dem bestimmt historischen Ortskern. So, Flight Level 100, machen wir mal Landing Lights aus. Ja. Jetzt geht's erstmal geradeaus. Das heißt, ich werde gleich schon mal diesen sehr kurzen Flug, ungefähr 40 Minuten Flugzeit, werde ich jetzt auch schon mal die Seatbelts mal jetzt ausmachen, denn wirklich. Da sind wir Florenz blinken, ihr wahrscheinlich nicht, weil die Auflösung nicht gut ist, aber er ist gestartet, kann ich euch versichern. Was wollte ich machen? Seatbelts genau. Zack. So, dann fliegen wir jetzt erstmal übers relativ langweilige Nordrhein-Westfalen, ne? Nein, soweit ich das erkennen kann. Ach so, wir fliegen, falls ihr euch fragt, warum ist hier schon wieder kein ADC, wir fliegen morgens um 10. Ach guck mal, in Dänemark wäre natürlich jetzt jemand gewesen. Und in Rotterdam war vorhin noch jemand, aber der ist leider offline gegangen. Das sind immer so die Rentner, die morgens von 7 bis 9 dann ein bisschen lotsen. Finde ich gut eigentlich. Ah ja, guck mal, da hätten wir nach Kopenhagen, aber damit habe ich nicht gerechnet. Hätten wir Richtung Dänemark fliegen können, aber das holen wir bestimmt noch mal nach. Ja, sicher. Mal den Flugplatz, den wir letztens angeflogen sind, verlinke ich jetzt mal oben oder so. Oder in der Endcard. Der kommt jetzt gerade reingeflogen. Einmal genau. Das Bild geflogen. Ja, das nicht. Den können wir auch mal mit dem
Business Jet anfliegen. Das wäre durchaus spannend, glaube ich. Oh, ich sehe gerade unter uns Münster. Vielleicht erinnerst du dich noch, wir sind mal nach Münster-Damme, hieß es, glaube ich, geflogen. Ja. In der Ultraleichttour. Ja. Die übrigens auf Ivao gerade relativ viele auch fliegen. Es gibt ja eine Ultraleichttour auf Ivao im deutschen Tourensystem, die relativ ähnlich zu unserer ist. Da sehe ich jetzt, im Sommer habe ich ja schon gut ein paar Leute gesehen. Das ist ganz schön eigentlich. Ich bin mal auf die Statistiken am Ende des Jahres gespannt, wie viele sie tatsächlich geflogen sind. Weil ich fand die ganz cool eigentlich. Erzähl du mal was Tolles. Genau, ich erzähle uns mal ein bisschen was zum Anflug. Wir befinden uns jetzt gerade über Hamm, fliegen gerade drüber, sind aber auch schon so gut wie wieder in unserer Star drin. Unserem Reivesegment. Und fliegen da heute über die Recken Triromio Reive Runway 06. Das ILS wird es werden. Haben wir hier einmal ganz schnell die Star-Karte. Wir kommen hier aus dem Osten über Recken rein. Wir sind bei Flevo Flight Level 70 haben. Und bei Doffen dann ja Flight Level 50 bis 60, irgend sowas. Unser Minimum auf dieser ganzen Route ist zumindest hier im unteren Bereich Flight Level 50. Also da dürften wir nicht runter letztendlich. Und dann geht es einfach mit einer Rechtskurve hier direkt auf das ILS der 09er drauf. Zur ILS-Karte ganz schnell nochmal. Wir sehen nach Dovbo geht es wirklich dann mit einer Rechtskurve nach Helho zum Initial Fix. Und mit einem Minimum von 195 geht es dann runter. So, ich bin jetzt auch in den Niederlanden. Tatsächlich. Gerade über Recken geflogen, bin schon am Descenten und sollte tatsächlich mal meinen Speed jetzt im Auge behalten. Oh Gott, das heißt, ich muss ja noch meine Arrival-Performance eben machen. Hast du deine schon gemacht oder soll ich mal eben durchgeben? Ich hab meine noch nicht gemacht, ich wusste gar nicht, dass das hier geht. Performance-Page einfach. Kannst du doch bei dem Takeoff tanzen. Machen. Du kannst ja. die Wetterdaten, wenn du möchtest. Also Wind 0,090 Knoten. Also ein bisschen windig, wie in den Niederlanden immer. Ja. Temperatur 22. Ja. Und H1009. Ja, tipptopp. Was haben wir ein? Kannst du weiterklicken, kannst du dir so reinhauen. So, Flevo, Flight Level 70. Schaffen wir auch. Hoffentlich. So, Rotterdam kriegen wir auch den ganzen Hafen, der ist dann rechts von uns, wenn wir landen. Wie schnell bist du? Ja, es passt, ne? Wir sind noch gut separiert. Ich möchte übrigens einmal kurz erwähnen, mein Flugzeug hier mit dem wunderschönen Namen Marzipan. Das ist tatsächlich der Taufname davon. Hihi. Habe ich Christoph dazu überredet eigentlich nicht. Gefragt, können wir ein Flugzeug haben, das so heißt. Er gesagt, ja. Bei Team gibt es ein Business-Jet bei Noble Aviation, der Marzipan heißt. Jetzt mal was anderes als ein Städtenamen, ne? Boah, ich kann Auto-Unicorn nutzen. Haha. Das mache ich jetzt. Arrival. Bitte nicht. Doch. Bitte nicht. Hab ich Lust. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich pack das mal hier rüber. Ja, da ist er. Keeps. So, ran wir in Zeit. Ja, du kannst vor, wenn du möchtest. Darf ich Visual machen? Ja, ich drehe jetzt gleich erst ein Pace. Kann ja auch langsam machen, passt schon. Ist top. Pass auf. Ich habe erstmal den hier machen. Lorenz hat, glaube ich, gerade zu viel Spaß. Der ist da keck grinsend vor seinem PC. Und freut sich nach. Was ist denn das hier? Da kann man ja noch mehr schreiben. Ja, mal schöner. So. Du hast auch was geschrieben. Ich hab's gar nicht gesehen, aber. Ja, kann ich mal gucken. Ja, bin gerade im Visual. Bisschen schwierig vorne. Ich hab einfach nur okay geschrieben. Weißt du, so ein richtig passiv-aggressives okay. Ist aber doch ganz schön bockig hier oben. Top. So, wir sehen Florenz da. Oh, das wird aber knapp. Mach mal langsamer, ne? Wird gar nichts knapp. Wir sehen ihn da im Tikas.
den wir auch in echt, also in echt ist immer so eine Sache im Simulator, ne? Aber okay, Piste sehe ich. Aber er scheint da irgendwo noch in so einer Dunstwolke gerade zu verschwinden. Also langsam müsste es da aber mal ein bisschen Gas geben, ne? Das wird doch locker was, Mensch. Ja, ich hau mal mein Landegear raus, ne? Bevor der jetzt noch weiter rummeckert. So, wird das was bei dir, oder? Ja, locker. Locker, sagt er. Das ist auch durchaus eine Staffelung, mit der wir arbeiten können. 4,5 Meilen, das kann man schon mal bringen. Zur Not habe ich gerade zu IFA gewechselt, dann hast du eh keine Staffelung. Das ist gut böig, wie ich gerade feststelle. Boah, es windet ein wenig. Deswegen bleibe ich auch relativ lange jetzt mal auf dem Autopiloten. Die Schisser-Variante. Du hast ja schon genügend Spektakel geboten, ne? So, Speed brichst du aus. Perfekt. Gerade. Ich dackel jetzt auch mit 120 gerade Minus runter. 95er Landung, da kann ich mich nicht beschweren. Sehr schön, Touchdown so in Mitte. Ja, sicher. Auch. Komplett drin. Ach, guck mal, perfekt. Dann sicher gelandet und weich. Genau. Ja. Ich gebe wirklich wenig Input gerade, muss ich sagen. Der ist trotzdem gut am... Ja, jetzt geht's. Bisschen tief, aber dann sitzen wir lieber etwas früher. Da kommst du reingesegelt. Ich bin zu früh hochgezogen. Also kommst du jetzt wirklich gesegelt, sagst du? Ich komm wirklich gesegelt hier. Ach, guck mal hier. Ich war auch auf der rechten Spur. Ja, rechts war gebunden. Ja. Schaffst du einen Exit früher als ich, oder? Nee. Segelst ja die halbe Piste. Du hast bis zu anderen Touchdown so gesegelt. Weiß in echt wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Aber dieses Ding floatet mehr als der Phoenix. Es geht. Du musst halt relativ lange das Gas drin lassen. Ja, und du darfst auch wirklich erst 5 cm vom Boden anfangen zu flären, weil sonst gehst du echt schnell wieder hoch. Ja, ich sage ja, also. Das stimmt, das wird sonst schnell schwierig. Nein, okay, mein Ruder wollte nicht. Dann fahren wir noch einen weiter geradeaus. Aber die ist echt nett, muss man sagen. Eben. Hier, Max Wingspin 36 Meter. Also größer kommst du hier sowieso nicht rauf, ne? Erstmal kurz einen Pusher kommen lassen, dass der mich ein bisschen nach hinten pusht. Ich steck hier halb fest. Nochmal das Terminalgebäude zum Angucken. Guter kleiner Hüpfer eigentlich. Eigentlich witzig, das stimmt. So. Ja. Er pusht mich jetzt hier noch. Ah, guck mal, ich bin sogar mit minus 57 gelandet. Also. Gar nicht so schlecht. Ja, aber war halt nicht sicher. Herzlich willkommen in Rotterdam. Wir hoffen, ihr seid bis hierhin dabei geblieben oder seid schon wieder dabei. Wer weiß das schon. Flugplatz eigentlich ganz nett, Anflug auch ganz nett. Im Großen und Ganzen ganz gutes Gesamtpaket, ne? Ja, kann man machen. Kann man machen, so würde ich das nämlich auch behaupten. Vielen Dank fürs Zusehen in dem Sinne. Nächstes Mal geht's dann wieder... vermutlich Richtung Deutschland oder irgendwas. Dann schauen wir mal, was wir da wieder für einen neuen Flugplatz entdecken. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.